Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich etwas von Rebel. Yell wurde jetzt hier weggelassen, weil das nicht mehr politisch korrekt ist. Rebel Kentucky Straight Bourbon Whiskey finished in Tawny Port Barrels Limited Edition. 45%, 700 Milliliter. Sehr, sehr gut. www.rebelbourbon.com vom Lexro. So, was ich hier tun werde, ist, ich werde es hier aufmachen, einschenken. Whiskey Base Nummer 192625. Also auf den Markt gekommen ist das hier 2021. Das ist rechnerisch 4,5 Jahre alt, denn Rebel nimmt straight Bourbon Whiskey. Noch nicht selbst produziert. Die sind fast so weit, dass sie tatsächlich 4 Jahre altes Produkt haben. Ich habe Lexro im Sommer jetzt hier von 2022 besucht. Aber die nehmen einfach woanders hergekaufte Heaven Hill. Also von Heaven Hill Whiskey und dann finishing das in Tawny Port Fässern. 45% kostet, ich sag einfach mal, irgendwo zwischen 76 und 78. Ach man, 36 und 38 Euro. Also, das ist relativ konstant momentan. Lexro hat ihre, mehr oder weniger, ihre Händler und Lieferanten und Importeure jetzt hier fast im Griff bekommen. So, laut einer Pressemitteilung, was ich hier gefunden habe, gibt es in Europa, diese Flasche gab es in Amerika nicht, gibt es in Europa hier 6000 Flaschen. Und die nehmen ein Mashbill, also welche Zutaten benutzt wurden bei Single Malt Scotch. Weil bei Single Malt ist immer 100% gemälzte Gerste. Bei Bourbon kann es anders sein. Das ist nämlich 68% Mais, 20% Weizen und 12% gemälzte Gerste. Ja, Flaschendesign finde ich auch ganz cool. Das ist echt eine richtig schwere Glasboden hier. Für mich stellt sich ein kleines bisschen die Frage, wo wurde die Flasche abgefüllt? Wurde sie in Kentucky abgefüllt? Muss nicht sein. Oder wurde sie tatsächlich hier in Europa abgefüllt? Und ich vermute aus meinem, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, dass es tatsächlich eher in Europa ist. Oder was steht hier? Distilled and aged in Kentucky, bottled for Lexro Distillers, Bardstown, Kentucky. 90% von alles, was an Bourbon ist in Europa, wird hier in Europa auch tatsächlich abgefüllt. Wow. Womit möchte ich es vergleichen? Also, ich habe hier einfach ein Wheated Bourbon mir einfach rausgesucht. Auch mit 45%. Maker's Mark ist hier ein günstigerer Sache jetzt hier. Wow, ich habe den Preis tatsächlich vergessen. Maker's Mark 45% kriegt man dann hier für aus 0,7 für 22 Euro. So 22 Euro gegenüber, sag einfach im Durchschnitt 37 Euro. Und was ich hier tun werde, ist, ich Schraubverschluss, kein Korken, aber die ikonische markengeschützte Tropfen in roten Wachs hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Flasche habe ich gerade vorhin aufgemacht. Es ist, Maker's Mark versteht das mit dem weichen Wachs, das unser Leben leicht zu machen. Ein Booker's oder andere Sachen, manchmal muss man echt mit der Hammer und Meißel dran, um diese Sache aufzumachen. Also weichen Wachs, okay, harten Wachs, der einfach mal Michel Couvert zum Beispiel, muss ich mich echt fragen, ist das, was wir wollen. So, was wir hier haben, ist, wir merken es schon sofort von Farbe, der rote hier von den Tawny Port Fässern sind gegeben. Nun, die Frage ist diese Tawny Port aus Portugal? Muss nicht sein. Wenn man Angel's Envy hat, ich hätte auch Angel's Envy hierhin tun können, ist das tatsächlich so, dass diese Portwässer für Angel's Envy nicht aus Portugal kommen, sondern aus Kalifornien. Und ich vermute, wiederum Bauchgefühl, dass die Fässern jetzt hier keine Beweise, dass die Portfässern dort tatsächlich aus Kalifornien herkommen. Leider respektiert Amerika nicht unbedingt diese geografisch geschützte Marken so sehr wie in Europa. Champagner in Amerika
Sekt ist jedes Ding, Champagner und auch Australien. Ich habe neulich etwas gehört. Mensch, wir haben australischen Sherry, wir haben australischen Port, wir haben australischen dieses und jenes. Und das sind schon Sachen, wo man denkt, ob das so perfekt ist. Nun, ich werde erstmal riechen, probieren und dann werde ich diese Whisky hier ein kleines bisschen aufpeppen. Ja, riecht sehr, sehr gut. Wenn ich eine richtige Flasche hier haben wollte, wäre es Larceny. Larceny hatte identische Mashbill hier, tatsächlich wie auch unsere Lexco. Also wenn es vom Heaven Hill hergestellt wurde, ist das ergibt auch ja Sinn. Also ich hätte hier ein Larceny hin tun können. Ich hätte auch von mir aus ein Old Fitzgerald hin tun können. Ich hätte auch hierhin tun können, tatsächlich auch eine Parker's Heritage Fourth Collection. Das sind so die Sachen, die jetzt hier vom Heaven Hill den gleichen Mashbill haben. So, viele Leute, manche Leute, sagen einfach mal so, finden Rebel sehr schön mit den weichen Weizen im Moment. Also, Wheated Whiskies sind in Amerika ein Trend. Der Roggen ist für manche Menschen ein bisschen zu würzig. Weizen ist mehr weich und lässt der Mais einfach ein bisschen weiter oder auch der Fasseinfluss ein bisschen stärker im Vordergrund kommen. Ich mache gerne Roggen, deshalb bin ich bisher nicht unbedingt der allerbeste Freund von Wheated Bourbons. Aber das hier, da merkt man schon eine beerige, nussige Moment, der mitkommt. Auf der Rückseite steht es hier. Und gefinisht in Tawny Port Fässern und das fügt einfach mal Noten von Walnuss, Haselnuss und getrocknete Früchten dazu. Ist diese Whisky 38 Euro wert? Nett. Also am Ende, da ist schon einiges an Aceton, also Fingerlackentferner. Der hat schon einen sprittigen Moment. Wenn man zu Eagle Rare 10 hingeht und der gleiche 38 Euro bezahlt, würde ich immer in diese Richtung tendieren. Also 38 Euro für Eagle Rare oder 38 Euro für Rebel. Ja. So, aber ich kann nicht jedes Mal hier ein Ego Rare rausholen. So, nun, ich suche einfach mal, sage ich mal, eine günstigere Alternative. Mir schmeckt Port sehr, sehr gut. Und was ich hier tun werde, ist einfach mal eine von meinen, ja, ich habe einige Portflaschen dann da, aber ein Portwein. Sandemann, eine, ja, bekannte Marke jetzt hier. Ich nippe einmal an mein Maker's Mark. Private Select vom Kirsch. Viel, viel besser. Kostet viermal so viel. Der Maker's Mark. Ja, ich greife und ich kann nicht greifen. Der Maker's 46 kostet denn da ungefähr ähnlich wie unser Rebel. Da würde ich viel, viel lieber denn da zugreifen. Aber, das hier na, zu mixen und sowas auch immer ist okay. So, was ich tun werde, ist, ich werde tatsächlich hier einfach meine sehr wissenschaftlich genaue Ironie Messbecher hier nehmen. Das ist einfach den Deckel von meiner 5CL. Und ich habe hier tatsächlich ein Tropfen, den ich da reingetan habe. Buchstäblich ein Tropfen von dem Port dazu. Um einfach zu sehen, was hier raus wird. Dieses Experiment habe ich vorher nicht gemacht. Vielleicht sage ich, Jason, wie kannst du nur? Aber ich habe es halbwegs gut hingekriegt. Wow. Eine Flasche Port online im Angebot. In diese K Kategorie sind wir zwischen 10 und 14 Euro, also ich sag mal 12 Euro. Mit dieser Flasche kannst du wahrscheinlich eine ganze Fass praktisch denn da
präparieren und dann dort einfach mal einen Whisky verändern, sodass es nach eurem Geschmack schmeckt. Ich habe das schon vielfach schon auf meinem Channel gemacht. Ich weiß immer noch, wie ich in der Kneipe in Irland war und jemand hat einfach ein ganz normaler Paddy oder was bestellt und hat tatsächlich einen halben Teelöffel Sherry reingekippt. Jemand anders hat einen halben Teelöffel Port in sein Ding reingekippt und die waren beide begeistert, die Leute. Ich sage, wenn die das tun können in Irland, warum kann ich das nicht selbst tun? Und das ist die Frage jetzt hier. Kann ich, darf ich, soll ich Whisky, was naja ist, aufpeppen und sagen, das ist gut? Und kann es tatsächlich mithalten mit diesem Fass? Es war für 6 Monate extra in diesen Portfässern. Sind diese 6 Monate wirklich so relevant für das, was in dieser Whisky hier passiert ist? Cheers. Der Maker's Mark kommt immer noch durch. Er wird weicher. Er wurde da ein bisschen tiefgängiger. Da ist eine Lei. Es ist schon interessant, wie Port sich verdünnt verhält. Da ist dieser bärige Moment, da ist ein nussiger Moment, mit, was ich bei Port nie kriege. Wenn ich Port trinke, selten sage ich, oh, guck mal, Nuss, das ist Walnuss, das ist Haselnuss. Aber tatsächlich auf diese Verdünnungsgrad kriege ich das tatsächlich mit. Und in diese Kombination, ja. Also gefällt mir spürbar besser als der Standard Maker's Mark. Dann gehen wir zurück zu unserem Rebel. So, für die Leute, die Port haben wollen in ihr Bourbon, aber finden online kaum etwas an Angebote, bis auf den Angel's Envy, ist das jetzt hier eine Alternative, das selbst so zu machen. Für mich wirkt, Whiskey Jason, wirkt es für mich, dass diese Rebel Yell relativ schnell durch diese Brennanlage, diese kontinuierliche Brennanlage durchgeschickt wurde. Und das ist alles okay. Es wurde dann hoffentlich auch durch ein Doubler, also ein zweites, du hast eine kontinuierliche Brennanlage, ein Beer Still und danach kommt es in den Doubler hinein. Und das ist, ach, es ist fast so, als ob diese Doubler sehr heiß lief und dass sehr viel auch von dieser anderen Alkohol, im Besonders dieses eher, dieser Brennspiritus-Moment mitgegeben hat. Das baut sich häufig ab durch Zeit im Fass, aber auch hier habe ich nicht das Gefühl, dass diese Whisky sehr, sehr viel Zeit im Glas, im Fass hatte. Ja, die minimalistische, die gesetzlich vorgeschrieben, 4 Jahre, um straight Kentucky Bourbon zu sein. Und dann da weitere 6 Monate, wie es in der Pressemitteilung steht, war es denn hier in einem Tawny Port Fass. Wie groß? Keine Ahnung. Und bitte nicht vergessen, straight Kentucky Bourbon heißt nicht single Kentucky Bourbon. Das heißt, gesetzlich ist erlaubt und gesetzlich wird es auch immer wieder gemacht. Ist, dass man Destillat aus verschiedenen Brennereien zusammenmixt als Kentucky und das ist immer noch ein Kentucky Straight Bourbon. Straight heißt einfach nur eine Altersangabe, heißt keine zusätzliche, denn dort Zutaten, aber es heißt nicht eine einzige Brennerei. So, das ist immer wieder das Problem. Wenn man eine einzige Brennerei haben möchte, muss man zu Baron Bond übergehen. Und das einzige Problem, was man bei Baron Bond hat, oder Single Barrel. Bottom Bond ist 50%. Und wenn man mehr als 50% haben möchte und eine einzige Brennerei haben will, dann muss man halt eben Single Barrel aufsuchen. Denn kaum jemand wird der Distillate von zwei verschiedenen Brennereien ein Fass reintun. Bisschen viel Arbeit. Okay, sehr gut. Das hier ist für mich ein Geschmack, ein 3-. Preis gebe ich auch ein 3-. Wer gerne denn das haben möchte, bitteschön. Ich bin bisher kein ganz großer Fan hier von Lexco Produkte.
Ich finde, die machen gute Sachen. Ich finde, jetzt, wo sie mit MGP also zusammen sind, sie haben fusioniert oder Lexco wurde dort aufgekauft, ist es interessant, was sie alles machen. Aber wenn ich ganz ehrlich einen starken, starken Hunger auf eine Bourbon hätte mit Bourbon hätte mit Port, würde ich selbst kreieren. Es würde so viel besser nehmen. Ich würde tatsächlich von mir aus ein Eagle Rare 10 nehmen und auch dieses kleines bisschen Port reinkippen. Ich könnte mir meinen Booker's nehmen und ein kleines bisschen Port reinkippen. Ich könnte Elijah Craig und ein kleines bisschen Port reinkippen. Nun, ich bin sicher, dass es, und ich bin absolut, ich weiß auch, dass es mehr und mehr und mehr und mehr Brennereien in den Vereinigten Staaten gibt, die Finishings machen. Aber bis sie zu uns hier rüberkommen, wird es noch ein kleines bisschen dauern, bis es dann tatsächlich eine stabile Lieferung gibt. Von gefinischten Bourbon-Produkte dauert es noch ein bisschen. So, meine Frage des Tages ist zweierlei. Von Bourbon, welche Bourbon mit Port-Finish findet ihr am besten? Also, so spontan gibt es Rebel, gibt es denn dort tatsächlich auch dann unser Angel's Envy und dann wird es langsam knapp. Oder die zweite Frage ist, habt ihr schon selbst euer eigenes Whisky ein bisschen aufgepeppt? Mit Sherry, mit Madeira, mit Port, mit sonst irgendetwas. Und das Gute finde ich, ist auch bei Port ist es so, bei Wein muss man natürlich ungefähr eine gute Woche die Flasche leeren, sonst kippt sie ab und zu mal, bis eine Portflasche kippt durch die. Ich habe hier tatsächlich, was habe ich hier? Ich habe hier 19,5%. Dauert es sehr, sehr lange, bis eine Flasche kippt und ich kann sie auch fast so lange wie ein Bourbon hier auch behalten. So, danke, danke, danke. Liken, abonnieren, auch immer wieder reinschauen. Sonntagabends Livestreams. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.